Da geht ein langer Gang, da geht's einen langen Gang lang. Ja, sehr lang. Und dann. Ah! Morgen, Jungs. Und Mädels. Meine lieben Jungs, endlich wieder. Wir haben uns eigentlich schon entschuldigt, oder? Im letzten Video. Letzte Woche ist ja hier SCP ausgefallen. Und wir haben stattdessen Agario. Ich sag Agario. Das heißt Agario. Ja? Ich glaub schon. Agario. Ja, aber es gibt doch Aga-Aga. Und das ist was? Und das ist was Ähnliches. Ah ja. Nur beschissener, irgendwie. Ja, jedenfalls, wir spielen jetzt unser Super Safe Game weiter, weil wir hier ziemlich viele Items haben. Wir wissen jetzt, welche Optionen wir haben. Also in der Light Containment Zone gibt es jetzt nichts mehr zu holen eigentlich. Wir wollen ja die 3D-Brille, die fehlt uns noch. Nach dir in der Heavy Zone. Wir haben letztes Mal noch den Shell in 914 gemacht, aber sonst gibt es in der Light Zone nichts mehr. Kannst du eigentlich mal weiterspielen? Ja, ich kann nicht hier reden und gleichzeitig spielen. Ich bin nicht so multitaskingfähig. In welche Richtung müssen wir jetzt eigentlich? Da lang. Okay. Einfach in die andere Zone, die Brille finden. Ja, aber wir haben ja... Oh, kann man da langlaufen? Ich sehe das schon. Ja. Okay. Wir sind ja letztes Mal durch den Methane-Tunnel gegangen. Ja, und sind darin... Muss man das machen? ...verendet. Muss man das machen? Nein, es gibt glaube ich noch den Weg hier. Mit 939. Okay. Den haben wir auch noch gesehen, aber sind nicht gegangen. Den Methane-Tunnel. Im Methane-Tunnel ist halt... das Ding. Die Night Vision. Ah, da ist ein Übergang. Falls wir die wieder finden. Ja, den sind wir das letzte Mal, glaube ich, auch gegangen. Meinst du? Entweder den oder den daneben. Das sehen wir jetzt, wenn jetzt der Ding kommt, der Maintenance hat. Ja, wir müssten da vorbeigelaufen sein, weil sonst hätte ich den Fahrstuhl zu 939 nicht gesehen. Und an den erinnere ich mich ja. Ja. Das Ding zufällig haben wir nicht, ne? Das Note von SCP-372, weil das ist ja angeblich der Code für diese Tür hier. Nee, haben wir nicht. Ja, habe ich jetzt auch gesehen. Okay. Oh Gott, da stand da gerade eben, gell? War das beim letzten Mal auch schon so? Nee. Dass das Bild kurz geflackert hat. Aber da unten stand jemand anderes. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Meinst du, das ist wieder an derselben Stelle? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, der ist einfach nicht da. Aber wenn er wieder da ist, dann gehe ich den anderen Weg. Also entweder rechts rein, aber wenn das eine Tür ist, die in Schwarze führt, gibt ja so kaputte Durchgänge, ne? Mhm. Dann gehe ich durch 939, durch den Raum. Gehst du durch den Raum? Ja. Da steht er. Der andere? Du musst schnell sein, der kommt dir entgegen. Ja, aber man hört ihn ja zuerst atmen, wenn er... Oh, shit. Oh, und jetzt höre ich ihn noch atmen. Links musst du noch. Jetzt ist er weg. Puh. Ja, meinst du, wir müssen an den 096 vorbei? Könnte man eigentlich schaffen, ne? Wenn man rückwärts läuft. Oder an die Wand guckt die ganze Zeit. Ich gehe jetzt mal in die andere Richtung. Wow. Kurzer Schock. Das sind auch diese kurzen Schocks wie bei Slender. Da gab es ja auch, ich weiß nicht, ob das ein Bug war, wo das Bild zu kurz geflackert hat und dieser laute Noise kam. So. Obwohl er gar nicht in der Nähe war. Oder zumindest nicht in Sichtreichweite. Und da bin ich auch immer erschrocken. Ist nicht eigentlich traurig, dass wir nie Slender durchgespielt haben? Wir haben es nie geschafft, ne? Haben wir nicht? Nee. Auch nicht nach Arrival? Nee. Weil nachdem... In Arrival gibt es diese Map auch noch. Ach, und da haben wir es geschafft. Da haben wir es geschafft, oder war es viel leichter? Okay. Aber im Original haben wir es nie durchgespielt. Na gut, es war ein Remake vom selben Programmer, glaube ich. Ja.
Ah, okay. Da in den Raum sind wir letztes Mal auch panisch hineingeflüchtet. Meinst du, der hat das alleine entwickelt, das Arrival auch? Da hat er bestimmt ein Nee, Team das gehabt. ging ja dann mit Blue Eye Studios Naja, zusammen. muss ja irgendwie, das geht ja So, unmöglich. warte mal, was mache ich denn? So, jetzt habe ich wieder einen freien Slot. Ja. Ne, das brauche ich eigentlich. Ja, Alter, geil. Alter. Siehst du das? Warum ist er da? Ja, aber die Frage ist jetzt, Wo ist der Aufzug? können wir den durch die Brille anschauen, ohne dass er uns attackt? Nein, glaub nicht. Kannst du nicht anschauen. Ich glaube, der ist direkt vom Aufzug oder so. Das ist natürlich scheiße, ne? Du machst Sachen. Elevator is moving. I like to move it, move it. Oh, wir sind drin. Jetzt müsst ihr auch einsteigen. Und so nebendran stehen. Oh, wo sind wir jetzt? Du kannst sie wieder absetzen, oder? Willst du Ja, die auf? ich wollte warten, bis ich durch den Fahrstuhl bin. Can't carry more. Aber jetzt. Achievement. Jetzt guck doch bitte nach den Glasses. Willst du mal safen? Ja, da brauche ich halt einen Monitor. Ja, okay. Na, geht er nicht. Shit. Warte, was kann man denn hier hinwerfen? Damit ich weiß, dass ich von daher komme. Irgendeine Kacknote. Ja, die Ja. da. Ne, wobei es gibt, glaube ich, nicht mehr ein Achievement für die, sondern für die Note in der Pocket Dimension bloß. Die genauso ausschaut. Also auch so ein kaputtes, verbranntes Blatt. Ich gehe jetzt einfach mal dadurch. Ja gut, alternativ könnte man die Night Vision Goggles in meinen 14 stecken. Soll ich mir die Ballistic Vest holen? Nein. Ja, man könnte die 914 stecken und dann zeigt es einem die Position von SCP-173 an. Also zumindest hat es das in Box of Horrors Aber gemacht. hier sind wir falsch, guck mal. Das ist schon die Light. Light Containment, okay. Ja, was ist Light Container? Ist es die erste oder Ja, die dritte? da kommen wir her. Ah, Siehst okay. du, da unten waren wir auch schon. Aber da oben gibt es noch ganz viel, was wir noch gar nicht gesehen Ja, haben. da waren ja auch so fünf Kreuzungen ungefähr. Also mindestens zwei. Und 12 Wege. Also die da und dann noch eine. Und hier noch eine. Also es gibt genug Möglichkeiten. Unbequem. Lieber nicht. Ah, ist die Glocke. Glocke in Gelatine. Ach nee, doch nicht. Ach komm. Kommt da? Weiß ich nicht. Ist ja egal, Ja, du wer sagst ist. immer, wenn es da hinten dunkel ist, dann kommt er oder so. Nein. Neun? Ich sag, wenn da Flecken an der Wand sind, kommt er. Ja, die Flecken, die kommen dann, wenn er aus der Wand kommt. Nee, 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 nee. Ja. 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 Das gefällt ihm wieder. Da ist auch die andere Sau. Schon wieder. Kage. Kage ist am Dämmen. War da gerade was? Nein. Ist eingebildet. Urana-Halluzination. Genau. Wo musst du jetzt lang? Da war ich noch nicht. Der unbequeme Weg. Oder auch nicht. Wenn ich das vorher gewusst hätte, Hätte, hätte. wäre ich da gleich lang gegangen. Oh, jetzt da muss es sein. Da geht's in die nächste, in die andere Zone. Da ist das. Och Mann, komm jetzt! Warum ist da nix? Dann schau mal bitte auf die. Ja, okay, den da jetzt. Ja, oder wo könnte ein Computerscreen sein? Hier in dem Nebenraum? Nope. Schau. Auf der anderen Seite von. Ach ja. Nicht sterben, gell? Alles. Yes. Some extra Stamina.
Toll, was hast du jetzt gemacht? Den Aktionsradius ausgecheckt. Ah, da liegt einer. Ja, ich glaube, da hat er auch mal eine Pille bei sich. Ja, bei irgendeiner Version vor 100 Jahren. Ich habe es schleifen gehört. Was war das für eine Zone? Entrance. Virus? Nee, komm nicht. Mach nicht. Mach nicht. Ah! Ne? Da steht er, guck. Ein Schlingel. Ja, guck mal, der ist schon released. Ja, er war's. Macht er das? Keine Ahnung. Weiß nicht, geht er wieder raus? Ja, normalerweise. Geht er wieder raus jetzt? Ja. Mach die Tür zu. Ja, normalerweise wird er erst released, wenn man da drin auf den Button presst. Ne, in die Zone wollen wir noch nicht. Dann gehe ich jetzt durch 682. Na? Mhm. Wieso ist die Zeit eigentlich seitlich geschrieben? iOS 9 Bug. Bug? Ja, dieses Apple Music, ne? Ja. Was kostet denn das? Weißt du das? Ich glaube 10 Euro im Monat. Ja, ist das besser als Spotify? Ich weiß nicht, ich habe beides nicht ausprobiert. Weil Spotify ist ja free. Quasi. Ja, mit Low Quality. Naja, du hast 160, glaube ich. Oder 192. So viel? Ja. Naja, und aber. Es kommt halt alle Viertelstunde mal eine Werbung. Ja, okay. Ja, und Apple ist 256 Kilobit AAC. Hm. Und das ist aber 10 Euro noch mal besser als MP3. 10 Euro würde ich da nicht ausgeben im Monat. Nee, bei Spotify habe ich zumindest Studentenrabatt. Ich höre ja eh nur Podcasts eigentlich. Ah. Ach ja, wir wollten ja da durchgehen. Das ist eigentlich eine coole Zuschauerfrage. Nutzt ihr sowas wie Spotify und nutzt ihr Spotify? Ich meine, es gibt eh kaum eine Alternative zu Musikstreaming, oder? Was gibt's denn noch außer Spotify? Da gibt's sicherlich was, aber die anderen sind wahrscheinlich unbedeutend klein. So. Ja. Benutzt jemand Spotify? Oder hört ihr noch MP3s? Oder vielleicht noch CDs? Oder was für Kassetten? Ja, das machen wir aber, wenn ich gespeichert habe. Was kann ich denn wegschmeißen? Was ist unwichtig? Der Ring. Nee, der ist ein Mental Shield. Ich mache jetzt die Karte da rein. Dann mach das. Du kannst die Glocke, was? Glocke ja aktivieren. Ich kann die Glocke nicht mal aufnehmen, vor allem. Hm. Dann ist es eh egal, ne? Also geh weiter. Ja, wieso geht es nicht? Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist dann Event, wo man aktivieren muss. Und das ist jetzt hier, ja, aus irgendeinem Grund nicht aktiviert. Glocke enabled ist gleich false. Achso. Das ergibt dann natürlich Sinn. Sag dir, ich werde ein Horrorspiel machen nächstes Semester und dann. Okay. Dann spielen wir das auf dem Channel. Schon wieder Entrance. Das schaut schon mal vielversprechend aus. Ich hätte auch mal Bock, so einen Horrorfilm zu drehen. Ja, aber die sind ja meistens schlecht, die Horrorfilme. Ja, aber unsere wäre dann einfach gut. Einfach so. Ja, der wäre dann aus der Masse raus hier. Da eskaliert's ja. So, jetzt nicht angucken und so. Wie was? Nicht angucken und so jetzt da drin. Achso, ja. Würde ich auch machen. Soll ich jetzt halber die Night Vision aufsetzen? Was soll das bringen? Dass, falls es doch passiert und wir sehen, dass wir Blickkontakt hatten, aber durch die Night Vision, dass der dann nicht aktiviert. Wow. Geil. Ich mag's ja eigentlich, wenn der aktiviert ist, weil dann bricht so leicht Panik aus. Irgendwie. Ja, aber die Episode ist dann vorbei, ziemlich. Ja. Ich würde schneller machen, der läuft nämlich rum. Ja, ich mach halt langsam und sicher. Ja, ich hasse das, dieses Geräusch hört sich fast an, wie wenn der eskaliert, ne? Ja, wieso das? Alles gut.
Wir haben schon lange nicht mehr gesehen, ne? Außer beim Virus war er drin. Glaube, der überrascht uns noch. Wo sind wir jetzt? Da waren wir auch noch nicht, da geht es aber zurück. Oh. Boah, war das knapp. Okay. Das war echt knapp jetzt. Aber wieso finden wir diese verkackte Brille eigentlich nicht? Wir waren jetzt schon in fast allen Räumen. Na bitte nicht. Ja, das ist. Zombie-Tarner. Ach ja. Was geht denn da jetzt eigentlich ab? Das ist Dann. schwieriger, ne? Da musst du jetzt irgendwas auch Ja, gut, man muss da reingehen, einen Schalter umlegen, dann kommt der sicher da raus. anfangen. Ja, da musst du wegrennen. Also zwei Schalter sind sogar, einer links, einer rechts. Na gut, aber er ist langsam, da kommt man davon. Und nachdem man da unten war, kann der Zombie-Arzt auch hochkommen. Alter, komm, wir machen das jetzt. Genau. Wir wollten eigentlich die Scheißbrille Wir finden. wollten vor allem mal irgendwo speichern. Ja. Es gibt echt nicht viele Möglichkeiten scheinbar, ne? Was ist denn da eigentlich für ein schwarzer Fleck an der Wand? Weiß ich nicht. Und diese Wände schauen allgemein voll komisch aus. Seltsam. Aber mir kommt sie unten fast ein bisschen heller vor als sonst. Hello. Soll ich einen Ring anziehen? Ja, bringt auch was bei dem. Vielleicht kannst du ihn damit verscheuchen. Du Herr der Ringe. So, jetzt kann der aber auch hochkommen. Hast du jetzt eigentlich irgendwo gespeichert? Nein. Wo denn? Weiß nicht. Ich hatte gerade Sekundenschlaf. Also. Du stehst auf irgendeiner Wall. Ja, gut. So, jetzt kannst du eigentlich dich Ey, da da. drin, guck mal, da drin sind auch die Night Vision. Aha. Da willst du da einfach nochmal runter? Der läuft halt da gerade rum, ne? Der Boy. Mit der Maske. Oh Alter. oh! Oh, komm! Das habe ich ja noch nicht gesehen. Ich mag da gar nicht zuschauen. Und jetzt ist es scheiße, ne? Der ist ja richtig schnell. Und die. Ficker laufen auch Ja, rum. echt, wieso ist das so schnell? Ja, das ist falsch, was du machst. Oh nein! Ich bin da reingefallen. Oh Mann! Ja, da ist eine Wand dazwischen. Da wurde ich reingesehen, ist eine Wand. Oh Mann, was für ein verbuggtes Spiel. Du musst da jetzt weitermachen. Hör auf, du fällst runter. Wir haben nicht gespeichert. Cheat dich irgendwie durch. Flieg am besten hoch, ich will nicht, dass du da unten. Eigentlich bist du ja schon oben, laut Fahrstuhl. Ja, komm ich da hoch? Ich sehe ja da unten nichts. Ja, das ist der falsche Fahrstuhl, oder? Das ist Ach der ja, wir sind Weltraum. so gekommen. Ja, ich würde aufpassen. Ein bisschen weiter oben, schade, glaube ich. Oder nee? You are not a doctor? Der war da nicht rechts? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin noch so gekommen. Ja, genau. Ja, gut, er ist auch unten. Das ergibt Sinn. So. Ja, der war nämlich rechts. Stimmt. Eieiei, jetzt müssen wir wieder cheaten, Aber weil der ist das auch da. Spiel rumfuckt. Du kannst du hoch? Bist du schon hochgefahren? Ja, aber ich sehe da oben nichts. Ich kann da nicht 90 Grad hochgehen. So, ist Ich recht. weiß nicht, wie weit es ist. Weil da oben siehst du Okay, ja, dann nichts. drück den Knopf schnell. Oder doch, da. Ah, oh, da ist es. Ja, wo bin ich jetzt? Ist der Aufzug. Steckt geblieben. Ist das der Aufzug? Könnte sein, aber müsste doch die Tür offen sein, oder? Alter, ist das Das ist scheiße der. schon wieder. Okay, bin ich jetzt von hierher gekommen oder? Ich habe keine Ahnung, Mann. Das ist so dumm. Da müssen wir hin. Ja, da sind wir gerade rausgekommen anscheinend, weil der Ja. Tür offen ist. Sowas hasse ich. Okay.
Jetzt muss aber diese Brille gleich kommen. Gibt ja nicht mehr viel, oder? Oh. War ja klar. Nein. Oh ja. Hast du aufgehört? Ihr macht oder zu? Double! Yo! Wo sind wir? Nein! Wir sind im Arsch. Ich kann speichern. Ja, fuck. Schön, wenn du runtergehst. Geh mal runter einfach. Vielleicht hängst du ihn dadurch ab. Jetzt wirbelt sich da runter. Ja, aber geht er trotzdem runter, wenn du lang genug abhängst, dann. Stimmt, hat einen Vorteil, ne? Da geht ein langer Gang. Da geht's einen langen Gang lang. Ja, sehr lang. Und dann. Was war da? Der. Ich hab gewusst, dass es eine schlechte Idee ist. Jetzt haben wir nirgends gespeichert, ne? Nee. Ja, wir sind ja noch nicht tot. Sind wir nicht? Noch. Oh nein. Noch. Ich hab sogar SCP-500. 01. Die Frage ist nämlich gleich oder erst, wenn ich rausgekommen bin? Gold hat uns wieder rausgelassen. Erstens bin ich draußen. Aber du bist verletzt, oder? Ich bin so ein bisschen ballerballer. Was? Es wird aber besser. Ja, hoffentlich ist es jetzt da, wo die Brille ist. Alter. Vor allem ist nichts. Ja, aber der Sound dazu vor allem. Ja, was ist denn da rot? Doch, da ist was. Das ist eine Falle. Das ist die Pocket Dimension. It's a trap. Nein, geh da nicht rein. Das ist dieser... Ich spring nicht. Dieser Raum mit dem Thron. Ja, da siehst du von oben runter. Der hat diese Form. Da bist du. Und das ist die Position, wo der ist. Ja. Ja, geh da lang. Jetzt müssen wir uns umdrehen, da müsste er stehen. Hey, dann können wir das zeigen. Neue Pocket Dimension. Ja, klar. Eieiei. Ist das geplant? Hilfe. Oh, fuck. Heiliges. Fuck. Das ist richtig verstörend. Die Sounds sind aber geil irgendwie. Ja, vor allem das klang wie so eine Rückkopplung. Mhm. Aber hätte Sinn gegeben, wenn beide Türen offen sind. Aber der war es ja viel schlimmer. Also da kannst du nicht mal, da musst du irgendwo springen. Und springen. Das sieht man auch nichts, nicht. Ich springe aber am anderen. Weil ich glaube, der Sound, der soll heißen, nicht gut. Nicht ja, springen. Geh den anderen Weg. Spring nicht! Oh Gott. Soll ich vorher SCP-500 nehmen oder nachher? Nachher. Nee, da, nee. Da ist er. Schon gruselig. Ja, was muss man jetzt machen? Hast du es gesehen? Mhm. Es war auch früher schon eine Pocket der Mensch. Ja, was machen wir jetzt da? Ist vorbei, oder? Ich weiß es nicht. Nee, morgen immer. Komm, mach. Mach irgendwas. Oder kommt irgendwann runter? Das wäre was. Ja, wann? Das ist ja auch blöd. Ja. Da ist ja normalerweise der Ausgang von diesem Raum. Du blutest auch. Jetzt in dem Fall nicht. Der riecht es dann und dann schnappt er dich. Echt? Ich nehme jetzt SCP-500. Ich bin aber immer noch da. Wandering. Gut, mit der Night Vision sieht man hier noch weniger. Da oben ist er. Ne, man sieht nichts. Ja, gut, dann schätze ich, ist es hier an der Stelle vorbei. Kann nichts mehr machen. Ja, ich hätte jetzt auch aufgehört an der Stelle. Aber wir haben neue Pocket Dimension Elemente gesehen, so diesen komischen, verstörenden, lauten Raum. Mit zwei Türen. Der verstörende, laute Raum. Gut. Ja, dann nächstes Mal. Wieder das Safe Game? Wir wissen jetzt, wo wir lang müssen. Weißt du, wo die Brille ist? Nein.
Nicht wahrscheinlich in der ganzen Map nicht. Aber sie müssen eigentlich immer drin sein, oder? Ja, dann. Ja. Ja, spielen wir nochmal das Safe Game oder nochmal von vorne? Safe Game ist schon gut. Weil wir da nicht so alles machen müssen nochmal. Und wir kennen den Weg. Ja, gut, also dann. Auch wenn es Hindernisse sind, die wir jedes Mal durchqueren müssen, zum Beispiel in den Tunnel. Ja. Müssen wir. Oder wir gehen zurück in den Raum von SCP-372, falls wir den. Haben wir den überhaupt gesehen? Der ist ja nicht aufgetaucht. Keine Ahnung. Das sehen wir ja, dann. Ja, das ist der Plan. Oder? Ja. Nee. Ciao. Machen wir spontan. Eben. Spontan. Tu nicht jetzt schon wieder was ankündigen, was dann eh nicht mehr machen. Okay. Ja, was haben wir angekündigt und nicht gemacht? Genau. Weil du sagst schon wieder. Keine Ahnung. Worauf war das jetzt eine Anspielung? Keine Ahnung. Ja, okay. Keine Ahnung. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bleibt geschmeidig.